Investieren ist die beste Art, langfristig reich zu werden. Und ich investiere gerne viel und bin aktuell auf dem besten Weg, dieses Jahr 50.000 Euro neu zu investieren. Und auch wenn ich mir unsere Community so anschaue und diese Umfrage, die ich vor ein paar Wochen gestartet habe, dann sind viele von uns ebenfalls auf dem besten Weg, bald vermögend zu werden. Aber wann ist dieser Punkt erreicht? Wann bin ich Millionär? Wann bist du Millionär? Lass es uns gemeinsam in diesem Video herausfinden und damit herzlich willkommen bei Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Gestern war mein Geburtstag. Ich bin jetzt 26 Jahre alt geworden und wie eben gesagt, ich investiere wirklich viel Geld aktuell. Dieses Jahr sollen es 50.000 Euro werden und letzten Monat waren es 4.300. Das ist sehr viel Geld. Ich bin glücklich, dass ich in dieser Situation bin, mir das leisten zu können und das Ganze ist nicht selbstverständlich. Ich habe auch hart dafür gearbeitet und mache das weiterhin, versteht mich hier nicht falsch, aber normal ist das halt nicht und das möchte ich mal am Anfang hier gesagt haben. Andererseits ist unsere Northern Finance Community auch nicht ganz normal und das ist eine sehr gute Sache, wie wir auch in dieser Umfrage hier von vor 3 Wochen sehen können, bei der übrigens mehr als 2.400 Leute mitgemacht haben. Vielen Dank nochmal dafür und das ist an sich schon mal eine sehr aussagekräftige Anzahl an Leuten, die hier eben mitgemacht haben. Wir sehen hier anhand dieser Zahlen, dass etwa ein Drittel sogar mehr als 1.000 Euro im Monat spart und das ist wirklich beachtlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, Glückwunsch, ja? Du hast mehr als 1.000 Euro im Monat zur freien Verfügung und entscheidest dich, diese zu investieren. Damit machst du alles richtig und kannst dir jetzt einen kurzen Moment für dich mal nehmen und einfach mal stolz auf das sein, was du aktuell leistest. Und das meine ich wirklich genauso. Aber auch wenn du weniger sparst, kannst du stolz auf dich sein. Denn du legst Geld für dich selbst zurück, für die Zukunft und entscheidest dich aktiv dafür, Geld nicht im Hier und Jetzt zu verkonsumieren, für Alkohol oder was auch immer, irgendwelche Ausgaben, sondern du legst es zurück durch deine Geldanlage, gibst du das Geld in die Wirtschaft, stellst es ihr zur Verfügung und dafür bekommst du langfristig eine schöne Rendite, bei der die Zinseszinsen früher oder später deine Einzahlungen überschreiten und dich reichlich belohnen werden. Wenn du übrigens noch nicht Teil von dieser offensichtlich wunderbaren Community hier bei Northern Finance bist, dann kannst du das schnell und einfach durch ein Abo ändern und damit verpasst du auch kein Video zweimal die Woche. Und wenn dir dieses Video hier gefällt, unterstütze es doch auch gerne durch ein Like. Okay, wir sparen also viel Geld hier bei der Northern Finance Community, wir investieren das auch und das ist erstmal etwas wirklich Gutes. Aber wann zahlt sich das aus? Wenn du Millionär werden willst, musst du 2 grundlegende Dinge beachten. Als erstes musst du dein Einkommen wirklich maximieren, also möglichst viel Geld verdienen. Einen Job haben, der zum Beispiel gut zahlt, immer in deine eigene Weiterbildung investieren und, wenn es dir möglich ist, unternehmerische Risiken durchaus eingehen. Denn bei diesen wirst du ja nicht nach Stunden bezahlt oder nach Erfahrung, sondern wirklich nur erfolgsabhängig. Und das ist ganz entscheidend. Als zweites musst du dann einen hohen Anteil von diesen Einnahmen auch behalten, sprich das Geld nicht ausgeben. Und dabei ist es eigentlich egal, ob das Geld für die Miete, Lebensmittel, Auto, Getränke oder Steuern drauf geht. Man muss nicht frugal leben, aber die Ausgaben sollten sich im Rahmen halten bzw. im Verhältnis einigermaßen in Ordnung. Ich sage jetzt nicht, dass du deswegen Steuern hinterziehen solltest, das sogar auf gar keinen Fall, aber du musst eben schauen, wie du das System legal zu deinem eigenen Vorteil nutzen kannst, das durchaus, und zum Beispiel deinen Arbeitgeber bei der betrieblichen Altersvorsorge überredest, dich mit seinem Anteil etwas stärker zum Beispiel zu bezuschussen, weil Fragen schadet nie, oder ganz anders, wenn du deine eigene Immobilie vermietest und beim Kapitalaufbau dabei ganz einfach Steuern sparst, wenn du in die Immobilie selbst investierst. Hier kannst du viele Dinge natürlich geltend machen, Kreditzinsen, Kosten für Reparaturen und noch wichtiger, Renovierungen, wenn deine Immobilie dann im Wert auch steigt. Und natürlich kannst du 2,5% jährlich als Abschreibung hier auch geltend machen. Also es geht darum, das System nicht zu betrügen, sondern einfach schlau vorzugehen, dass man hier Dinge tut, die der Staat eben sehen möchte, wie zum Beispiel neuen Wohnraum finanzieren und dabei die Vorteile nutzen, die einem eben geboten werden. Wie in dieser Beispielrechnung hier auch nochmal deutlich wird, kann man so sehr, sehr schnell das zu versteuernde Einkommen aus Miete drücken und so sehr wenig Steuern darauf zahlen, während man gleichzeitig natürlich das eigene Vermögen damit weiter aufbaut.
Okay, man muss also viel verdienen und möglichst viel davon auch behalten. Aber wann werde ich denn mit meinem aktuellen Tempo vom Vermögensaufbau Millionär werden? Und wann kannst du das erwarten? Das ist natürlich gerade am Anfang deiner Karriere als Investor schwer vorherzusagen, insbesondere wenn du unter 500 Euro pro Monat aktuell sparst. Sehr wahrscheinlich wirst du in Zukunft mal mehr Geld verdienen und dann auch mehr Geld sparen, gerade wenn du aktuell noch unter 35 Jahre alt bist und dein Gehalt eben noch nicht maximiert hast. Weil wir hier einigermaßen seriöse Vorhersagen treffen wollen, fangen wir deswegen bei 500 Euro Sparsumme pro Monat an. Wir haben hier einen Zinseszinsrechner und geben hier mal den Wert von 500 Euro im Monat ein, ohne irgendein Startkapital. Das ist also eher eine konservative Rechnung, die wir hier eingehen, da die Chancen nicht schlecht stehen, dass du schon ein gewisses Kapital aufgebaut hast durch Aktien, ETF, P2P-Kredite, Immobilien oder auch andere Vermögenswerte. Und vielleicht wirst du auch noch etwas erben. Das lassen wir hier jetzt auch mal komplett außen vor. Für unsere Rechnung gehen wir jetzt mal davon aus, dass du 0 Euro hast und schauen, wie weit du davon alleine kommst. Wir sparen hier 40 Jahre, das nehme ich mal als Arbeitszeit bis zur Rente an, und Dividenden und andere Wertgewinne über 801 Euro im Jahr werden hier mit 26,375% Abgeltungssteuer plus Soli versteuert. Außerdem gehe ich von einer durchschnittlichen Rendite von 8% pro Jahr aus, die man mit Aktien in den letzten 100 Jahren durchschnittlich bekommen hat. Und ja, keine Sorge, die Inflation werden wir auch noch berücksichtigen, dazu gleich mehr. Erstmal schauen wir uns hier die Kurven an. Wie wir sehen, erreichen wir unter diesen Bedingungen erst mit Renteneintritt nach 40 Jahren Ansparzeit bei 500 Euro im Monat die Millionen-Euro-Grenze. Schaffen wir 750 Euro im Monat zu sparen, dann ziehen wir diesen Zeitpunkt schon 5 Jahre nach vorne. Wir sind also nach 35 Jahren Ansparzeit bereits Millionär und nach 40 Jahren beträgt das Vermögen sogar 1,42 Millionen Euro. Das heißt, gerade am Ende zieht es nochmal sehr schnell an. Bei 1000 Euro im Monat erreichen wir diesen Punkt schon mit 31 Jahren. Wie man sieht, sparst du hier mit jeder Erhöhung um 100 Euro im Monat mehrere Jahre am Ende Zeit, bis du dein Ziel erreichst. Das Endvermögen sind hier 1,89 Millionen Euro. Bei 1500 Euro wird dieser Zeitpunkt nochmal 6 Jahre früher erreicht, mit 25 Jahren. Das Endvermögen liegt hier bei 2,82 Millionen Euro und zuletzt erreichst du es mit unglaublichen 2000 Euro im Monat Sparsumme, bereits nach 22 Jahren diesen Zeitpunkt, dass du Millionär bist und hast am Ende ein Vermögen von 3,7 Millionen Euro zur Rente dir selbst erarbeitet. Wow! Ein Faktor, den wir hier allerdings noch nicht berücksichtigt haben, der ist die Inflation. Die frisst nämlich deine Kaufkraft auf und das mit einem historischen Durchschnittswert von 2% pro Jahr, auch wenn wir aktuell deutlich darüber sind, müssen wir sagen. Wir gehen aber mal weiterhin vom historischen Durchschnitt langfristig aus und dass dieser Wert nicht auf Dauer so hoch wie aktuell bleibt. Damit ist dein Wert von 1 Million Euro heute bei dem 500-Euro-Sparplan in 40 Jahren laut dem Inflationsrechner von Extra ETF leider nur noch 452.000 Euro wert. Mit der 4%-Regel, nach der man 4% vom Kapital jährlich ohne Kaufkraftverlust entnehmen kann, wenn man in Aktien investiert ist, wären das in heutigem Geld gemessen immer noch 18.080 Euro Zusatzeinkommen, die du hier jedes Jahr bekommst. Wohlgemerkt, ohne dass du dein Kapital dabei aufzehrst. Und auch bei 750 Euro im Monat und den 1,42 Millionen Euro am Ende ist man noch inflationsbereinigt kein Millionär am Ende leider, sondern nur noch 646.000 Euro schwer, was nach 4%-Regel ein Zusatzeinkommen von immerhin 25.840 Euro jährlich bedeutet. Selbst bei 1.000 Euro monatlich und 1,85 Millionen Euro am Ende ist man inflationsbereinigt immer noch kein Millionär, sondern 858.000 Euro schwer oder nach 4%-Regel erhält man 34.000 Euro in heutiger Kaufkraft jedes Jahr zusätzlich. Das ist auch bereits ein gutes Gehalt nach heutigem Maßstab, auch wenn man kein inflationsbereinigter Millionär leider mehr ist. Erst beim 1500 Euro Sparplan bleiben von den 2,8 Millionen Euro am Ende noch 1,28 Millionen Euro nach Inflation in heutigem Geld übrig. Nach 4%-Regel sind das 51.200 heutige Euros zu deiner Rente zusätzlich oder anders ausgedrückt 4.260 Euro monatlich. Und das ist eine ganze Menge.
Und zuletzt beim 2.000-Euro-Sparplan bleiben von den 3,7 Millionen Euro nach Inflation noch 1,7 Millionen Euro übrig oder mit 4% wieder 68.000 Euro oder monatlich 5.600 Euro. Und damit zu meiner eigenen Rechnung, wann ich persönlich Millionär werde und kaufkraftbereinigter Millionär, wenn ich im aktuellen Tempo weitermachen kann mit 4.300 Euro monatlicher Sparsumme bei wieder 8% Zinsen und diesmal 15 Jahren Ansparzeit. Wieso 15 Jahre? So lange läuft noch mein Steuerstatus hier in Zypern, von dem ich stark profitiere, indem ich nur 2% Steuern auf alle Kapitalerträge zahlen muss. Damit erreiche ich die Millionen in 12 Jahren mit 1,01 Millionen Euro Vermögen und nach 15 Jahren sind es 1,44 Millionen oder inflationsbereinigt 1,06 Millionen heutige Euro. Wenn ich dieses Tempo also aufrechterhalten kann, und das ist ein großes Wenn, dann werde ich in 15 Jahren kaufkraftbereinigter Millionär sein. Sag mir mal deine Meinung zu diesen Berechnungen unten in den Kommentaren. Macht das Sinn? Sind manche Annahmen ja zu optimistisch oder zu pessimistisch vielleicht? Willst du Millionär werden oder ist das dir vielleicht gar nicht so wichtig? Sag's mir unten in den Kommentaren. Ich freue mich auf den Austausch und bevor du wegschaltest, noch ein weiterer interessanter Punkt. Wenn diese Rechnung so aufgeht, habe ich auf dem Weg zur Million tatsächlich nur 13.642 Kapitalertragsteuer gezahlt. Davor habe ich natürlich wesentlich mehr Steuern und Abgaben auf Unternehmensebene gezahlt, etwa 12,5%. Aber ich finde es auch interessant, wie wenig das am Ende doch ist, was hier mir der Staat noch vom Kapitalertrag nimmt. Das sind quasi nur 3 Monatssparraten. Und das zeigt auch, dass man die Steuern zum eigenen Vorteil unbedingt nutzen sollte, wenn man es eben kann und welche enormen Unterschiede diese doch machen können. Wenn wir uns vorstellen, ich müsste hier 26% Steuern zahlen, dann würde ich diese Werte bei weitem nicht so schnell erreichen. Denn meine Meinung dazu ist, dass es sich um das eigene Leben handelt und man ruhig, ja, und ruhigen Gewissens die eigenen Interessen dabei innerhalb vom rechtlichen Rahmen vertreten darf. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn du mehr zu meiner Erfahrung und Auswanderung nach Zypern machen willst, dann mach direkt mit diesem Video hier weiter und abonniere den Kanal für mehr.